Er ist der Rapper mit der tiefsten Stimme in dieser Republik. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich D-Flame. Ein Bembel. Ich komme mir vor wie im blauen Bock. Und das wenn der ja zu groß ist, dann hast du noch drin einen Bembel für unerwähnt. Soll ich schon raus? Also kleiner Bembel ist auch noch drin. Ja. Ah, ach so, um Hals auch noch zu hängen. Bembel für unerwähnt. Oh, Rapper Bembel ist das. Super, ein Bembel, ich werd bekloppt. Da kommt normalerweise Appleboy rein, oder? Appleboy, genau. Ja. Bei uns in Hessen wird Appleboy getrunken. Genau, das kommt dann wirklich hier in solche großen Bembel rein. Genau. Bembel. Ja. Ja, du trittst für Frankfurt an, und beziehungsweise für Hessen an, selbstverständlich. Ja. Kommst aus Frankfurt. Ja. Und kommst aus Frankfurt auch aus einer Ecke, die wir hier in den letzten Monaten schon berühmt gemacht haben, nämlich Frankfurt Nordweststadt. Genau, die Nordi. Ja. Big up an die Nordi. Genau, Nordi nennt man das. Nordi, ja. Ja. Da kommt auch Senna her von Monrose. Unser Major. Genau, ihr kennt euch auch. Wir kennen uns sehr gut. Ich bin mit ihrem Bruder eigentlich groß geworden. Ihr Bruder ist so mein Jahrgang, und die Senna kenne ich, da war so ein ganz kleines Mädchen gewesen. Okay, da schließen sich die Kreise wieder. Genau. Das ist sehr schick mit diesen Goldzähnen. Das habe ich ja eben schon hinter der Bühne bewundert. Ja. Da ist sogar, sind sogar noch Brillanten drin in dem einen. Kann man das mal zeigen? Der Schneidezahn, den hast du mal verloren, oder? Der war mal ein Stück zurückgesetzt. Der war mal bei so einem kleinen Spaßkämpfchen, hat mir einen aus Versehen so einen kleinen Ditcher draufgegeben. Und dann haben die mir irgendwas von der Wurzelzielbehandlung gesagt. Ich dachte, nee, ich mach lieber Gold drüber. Okay. Und dann hast du gedacht, den anderen verkronen wir auch noch so mit ein bisschen... Ja, der war so alleine, der eine Schneidezahn. Und der hat dann jeden Abend geweint, hat gesagt, bitte gib mir noch einen Freund. Okay, dann verstehe. Dann hol ich doch einen anderen dazu. Das sieht schick aus. Also da muss man auch mal putzen ordentlich. Oder auch mal polieren, geht man auch mal... Kräftig, ja. Gibt auch mal es reicht Zahnpasta und Zahnbürste reicht. Ja, okay. Ja, also totschick auch das Outfit. Ist das nicht dein normaler Style, oder? Nee, das hat ein bisschen was auch mit unserer Performance zu tun. Wir machen so eine kleine Hommage an die Temptations. So. Okay, die Temptations. Verstehe. Genau. Ja, eine fantastische Band. Ja, du hast natürlich auch einen Wahlwerbespot für dich gemacht. Den schauen wir uns am besten direkt mal an, weil der ist sehr lustig und zeigt ein bisschen das Umfeld. Du wohnst auch noch in Nordweststadt, oder hast du aufgrund des Ruhmes, bist du schon nach Taunusstein oder wie heißt das, Königstein? Königstein gezogen, ja. Nee, ich bleibe in der Nordi. Hier ist der Wahlwerbespot von D-Flame für Hessen. Zum Bundeswischen Song Contest 2007 sehen Sie nun einen Wahlwerbespot von D-Flame. Für den Inhalt der Spots sind allein die Künstler verantwortlich. Wegen der veränderten Nachrichtenlage stellen wir unser Programm kurzfristig um und schalten erstmal zur Mama von D-Flame. Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Flame. Hallo. Frau Flame, wie fühlt es sich denn an, dass Ihr Sohn mit einem Song für Sie vor einem Millionenpublikum auftritt? Einfach überwältigend. Und ich finde das also super, dass er Hessen vertritt. Und ein Appell an alle alleinerziehende Mütter. Wählt die Flame. Die Flame! Danke, Mama Flame. Und natürlich sind auch schon die ersten prominenten Statements da. Hier mal Homeboy, der die Flame, der Danny hier aus der Nordwestadt, der macht bei dir bei diesem komischen Ding damit. Wie nennst du das nochmal? Bundesvision Song Contest. Genau. Votet für diesen Mann. Das ist mein Junge, ist mein Boy. Und wenn ich es nicht tut, dann passiert Pam Pam! Ja, meine Damen und Herren, Moritz Maintal jetzt hier direkt vor Ort in der Nachbarschaft von D-Flame, um zu erfahren, wie denn die Nachbarschaft dieses sensationelle Voting für ihn... Moritz, mach mal Pause, Alter. Ey, mein Name ist Jace Boss Music, hier geht's um D-Flame, also wählt D-Flame für Hessen, Alter, in ganz Deutschland da draußen, Alter. Was kostet die Kamera eigentlich? Ihr wisst, Flame Nummer 1. Hier, mein Name ist SOLO, Antoniniestraße, Nordweststadt, Alter. Ey, yo, das ist Blaze, wählt FFM und Hessen wählt D-Flame auf jeden Fall. Hessen muss gewinnen dieses Jahr Bundesvision Song Contest. Danke, Moritz Maintal. Wir schalten nochmal quer durch Hessen, jetzt zu den Jungs von Mundstuhl. Die Flame für Hessen, sag ich mal. Ja. Die Flame ist ja hessisch. Ist ja. Flame heißt ja Flamme auf hessisch. Genau, genau. Und die Flame heißt die Flamme. Verstehst du? Ja, weil er brennt wie eine helle Fackel. Ja, das ist der Song heißt Mann.
Mom's Song heißt der Mom's Song. Sag ich doch, der Song heißt Mom's Song. Ja. Ich hab noch nicht fertig. Mom's Song. Ja. Mom's Song ist für die Mutter. Mom's Song ist ein thailändischer Mädchenname. Mom's Song. Viel Glück, also die Flame ist der allergrößte für uns und der passt garantiert. Natürlich. Guten Tag, wir melden uns jetzt hier live vom Supermarkt, in dem die Flame regelmäßig einkaufen geht. Ich werde mal reingehen, die Leute ein wenig befragen, zu wissen, die Flame, Rudi Renner hier, Rasenherr hier vorne. Bundeswehr Song, das ist eine große Sache mit Stefan Raab, hier hat doch dieses mit Kippe erfunden hier, oder nicht? Das Lied da hier. Mit Kippe? Mit Kippe hier. Ja, das eine Lied da gemacht hier, gibt es Hanf? Nein! Und wir wären nicht wir, wenn wir es nicht geschafft hätten, ihn aus der Frankfurter Nordweststadt einzufliegen. Ladies and Gentlemen, die Flame, Alter, was ist gut? Alle. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich super hier. Einfach super Sache bei dem Bundeswischen Song Contest aufzutreten beim Stefan Raab. Ich möchte mich bedanken bei meiner Mutter. Ich möchte mich bedanken bei der Nordweststadt. Ich möchte mich bedanken. Und wahrscheinlich auch bei Gott noch, oder? Ja, aber warum? Ja. Und damit zurück zu Stefan Raab. Ja, die Flame für Hessen. Hast du dir die tiefe Stimme angesoffen oder ist die immer schon so tief gewesen? Eigentlich immer Kreide gefressen in der Schule. Spaß, das war schon immer so. Ich bin aus meiner Mama in ihren Bauch gekommen, aber nein. Abend Mama, wir was essen. Nee, das ist mit der Zeit gekommen, aber meine Mama hat mir gesagt, dass mein Dad eigentlich auch eine ziemlich tiefe Stimme gehabt hat. Ja. Ah, okay. Ja, das ist natürlich dein Kapital. Ja. Du sprichst ja ganz ordentliches Hessisch, wenn ich das mal sage. Ja, natürlich, ich muss natürlich Hessisch babbeln. Und die ganzen anderen hessischen Vertreter, die haben nicht so wirklich Hessisch gebabbelt. Weiß, hab ich mir gedacht, ich muss jetzt mal hier kommen und dann mal richtig Hessisch babbeln. Hast du mal in Hessisch gerappt? Ach, ja. Das Leben geht weiter, ist auch mal ein Album drauf. Ah, echt? Ja. Ah, das ist also der alte Spruch von Stepanovic. Von Stepanovic, ja. Der hat es wahrscheinlich irgendwo bei uns in Frankfurt aufgeschnappt und hat es dann als seinen Leitspruch genommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, machen wir das doch nochmal. Ja, du hast auf deinem Album da einige Songs auch mit anderen Künstlern. Xavier Naidoo zum Beispiel singt bei einem Song mit und noch einige andere Künstler. Das ist das Album hier. Die Flame FFM heißt es und die Single, die du gleich hier für uns performen wirst, das ist der Mom-Song. Der Mom-Song, ja. Ist ja ein Lied für alleinerziehende Mütter, ja? Wie es so schön heißt in dem Lied. Wie kommt man dazu, als Rapper so ein Thema zu behandeln? Generell, also meine Mom ist alleinerziehend gewesen. Es war natürlich erstmal, ich wollte mal einen Song. Ich habe jetzt mein viertes Album, habe ich gesagt, okay, ich will mal für meine Mama einen Song schreiben. Aber meine Mama ist eigentlich eine sehr spezielle Frau, weil sie halt, wie gesagt, alleinerziehend war. Und das auch noch in den 70er Jahren war das relativ schwer mit einem, sagen wir mal, farbigen Kind so. Und dann im Nachhinein habe ich mir halt, während ich den Song geschrieben habe, habe ich mir über viele Sachen halt Gedanken gemacht, dass in meinem engeren Umkreis viele alleinerziehende Mütter auch sind, dass viele Freunde von mir auch von alleinerziehenden Müttern sind, dass auch viele Rapper sind auch von alleinerziehenden Müttern. Ja. Ob das jetzt Tupac Shakur war oder Biggie Smalls, viele Rapper sind auch von alleinerziehenden Müttern. Sido hat ja auch mal beim Bundesvision Song Contest mitgemacht. Ja, und das Lied hieß auch Mama ist stolz. Genau. Ja, genau. Ja, also ein neuer Trend in der Rap-Szene. Ja, die Mamas müssen gegrüßt werden. Hallo Mami! Ja, das ist wirklich herzerweichend, muss man wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und bei dem Song habe ich wirklich auch mal das gemacht, so, wo die Mom immer gesagt hat, die hat immer, Danny, deine Musik ist ja ganz gut, dieses Rap und so, aber mach doch mal so, dann mach doch mal so. Und dann hört sie irgendeinen Icy Case und sagt, guck, so könntest du doch auch mal singen oder so könntest du dich auch mal anziehen. Und ich habe gesagt, okay, bei dem Song, der ist für Mama einfach so. Ja, wunderbar. Also wird stolz sein auf dich. Wir werden gleich den Song hier hören von Die Flame, Mom Song. Wir machen ein kleines bisschen Werbung und dann geht's damit gleich weiter. Also bis gleich. Spielt für Sie der junge Mann, der für Hessen ins Rennen geht, unterstützt wird von Sky Radio und das ist ein Titel von seinem aktuellen Album FFM. Meine Damen und Herren, hier ist Die Flame mit Mom Song. Die
dieser Song ist für jede alleinerziehende Mom. Stay strong, egal was da für eine Krise kommt. Denn ohne euch wären wir heute nicht da, wo wir sind. Dieser Song ist für jede alleinerziehende Mom. Stay strong, egal was da für eine Krise kommt. Denn ohne euch wären wir heute nicht da, wo wir sind. Du musstest schon ein ganzes Leben lang strugglen und du hattest fast auf allen Wegen nur Jobben. Trotzdem hast du dich entschieden, es alleine zu schaffen. Auch wenn es hieß, sich damit in der Family Feinde zu machen, bist du deinen Weg gegangen mit unendlicher Kraft. Hast dich dabei nicht von einem Mann abhängig gemacht. Nein, du hast jeden Tag aufs Neue gekämpft. Und es macht mich wirklich stolz, wenn ich heute dran denke, wie hart es für dich gewesen sein muss, ganz alleine. Viele Typen fangen wegen viel weniger an zu weinen. Doch du hast dich alleine für deine Familie eingesetzt. Auch wenn ich es fühle, merke, dein Herz war mehr als leicht verletzt. Jetzt, wo ich die Scheiße sehe, kann ich dein Leid verstehen. Jetzt kann ich sagen, ich fühle die Texte von Icy Case. Ha, ich sollte mir an dir ein Beispiel nehmen und hören, wenn jemand wie du sagt, Junge, es muss weitergehen. Dieser Song ist für jeder alleinerziehende Mann. Stay strong, egal was da für eine Krise kommt. Denn ohne euch werden wir heute nicht da, wo wir sind. Dieser Song ist für jeder alleinerziehende Mann. Stay strong, egal was da für eine Krise kommt. Denn ohne euch werden wir heute nicht da, wo wir sind. Ich kann mir gar nicht wirklich vorstellen, wie es ist, das alles zu handeln, doch ich möchte, dass du nie vergisst, dass ich dich für alles ohne Ende respektiere. Wenn ich mich nie richtig bedankt habe, mach ich jetzt und mir, denn ohne dich wüsste ich nicht, wo ich heute wär. Und in meinem Leben gäbe es keine Freude mehr. Ich bereue sehr, was passiert ist, doch ich weiß, dass du ein Engel bist, der alles, was er will, erreicht. Deine Stärke gibt mir Kraft, um weiter zu kämpfen. Deine Liebe macht mich zu einem reicheren Mensch. Leider mussten es bei mir die gleichen Fehler sein wie bei vielen auf dieser Welt. Ich hoffe, man wird mir verzeihen, denn du bist für immer in meinem Herzen drin. Es tut mir leid, dass ich ein Teil von deinen Schmerzen bin. Ich kann mich gar nicht oft genug bei dir bedanken. Danke, 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 danke. Dieser Song ist für jeder alleinerziehende Mann. Stay strong, egal was da für eine Krise kommt. Denn ohne euch werden wir heute nicht da, wo wir sind. Dieser Song ist für jeder alleinerziehende Mann. Stay strong, egal was da für eine Krise kommt. Denn ohne euch werden wir heute nicht da, wo wir sind. Wieso? Mit Mom-Song. Die vielen Dank. Die Flame für Hessen, meine Damen und Herren. Die Flame. Mom's Song, das ist die Single. Und das ist das aktuelle Album von Die Flame. FFM. Die Flame. So. Für Hessen. Beim Bundesliga Song Contest. Ja.